Ja, willkommen zum nächsten Review von SNAN und zwar dieses Mal der 2000 Watt Power Inverter. Und dann kommen wir gleich direkt mal zum Inhalt. Das ist schon nochmal ein gutes Stück größer als der 1000 Watt. Da fallen schon die ersten Sachen raus, die haben mich schon eben gestört bei dem 1000 Watt Gerät. Und zwar, wenn man hier die Kabel versucht, hier dran zu machen, die sind relativ knapp abgemessen hier. Das heißt, die Verschraubung geht kaum drauf. Ich habe jetzt bei dem anderen Gerät den Sprengring hier weggelassen, aber da muss man ein bisschen aufpassen, dass man die eben nicht schief drauf dreht. Sieht man ja hier schon jetzt, dass es hier schon, ja, hier gibt es schon ein Problem. So, wenn ich die jetzt wegmache, dann kann ich die ganz normal drauf drehen. Aber mit diesem Sprengring jetzt hier dazu, da wird es hier oben ein bisschen eng. Also mit der Zange eventuell ein bisschen nachhelfen, sodass man da ein bisschen genauer drehen kann. Sonst hat man hier, wie man sieht, schief drauf. Also, ein bisschen Obacht. So, was gibt es zu sagen? Das Gerät ist dann doch ein bisschen schwerer. Schauen wir uns gleich mal nochmal an, gewichtstechnisch. Ja, 2000 Watt. Schauen wir auch mal rein, wie die Kiste von innen aussieht. Und dann würde ich sagen, gehen wir auch mal ans Auto in den Praxistest. Hierzu kommen auch wieder die Anschlusskabel ohne Klemmen, direkt montiert, kein großer Firlefanz und hier noch die Bedienungsanleitung Französisch, Deutsch und Spanisch. Jo, dann schauen wir mal rein. So, jetzt seht ihr hier das Innenleben. Ja, da haben sie ein bisschen mehr Querschnitt jetzt reingetan, also quasi doppelt so viel wie bei dem 1000 Watt Gerät. Hier seht ihr die Verbindungen. Des Weiteren schon wieder, so wie bei dem 500 Watt Gerät, hier auf der Platine direkt aufgelötet im Prinzip. Ja, wieder hier die Elko-Geschichte, ne? Also bei großer Beanspruchung und vielem Wackeln oder Hinfallen ist natürlich die Gefahr groß, dass hier irgendwas abgeht. Ansonsten, was ich sonst noch bemängelt hatte, ist hier der Anschluss der Steckdose. Hier ist die Steckdose. Und diese liegen hier immer, wenn die hier dran sind, liegen die bei dem jetzt nicht, bei den anderen liegen die oben am Blech an, am Gehäuse hier. Und das war mir dann doch ein bisschen ominös. Und hier auch wieder einfach nur gelötet statt verklemmt. Ja, solange man halt nicht viel dran rumfuhrwerk, geht's. Aber wie gesagt, wenn hier viel Bewegung drin ist oder das hinfällt oder so, dann ist Vorsicht geboten. Hier ist auch schon ein bisschen die Isolierung ab. Aber ja, werden wir testen, werden wir uns anschauen, werden das Ding mal unter Last setzen. Ich habe schon eine Idee, hier mal die Flex anzuschließen, mal schauen, was das Ding sagt, ob es piept oder ob es geht. Und dann auch mal die Temperatur kontrollieren, wie warm das hier wird. Schauen wir mal. So, dann würde ich sagen, gehen wir mal raus ans Auto, machen die Mühle mal an und dann sehen wir weiter. So, 2000 Watt Power-Inverter angeschlossen. Und an der Steckdose haben wir eine Flex mit 1010 Watt. Schauen wir mal. Läuft. So, dann könnt ihr ab jetzt auch im Auto flexen. Ich finde, SNAN bietet hier mit seinem 2000 Watt Power Inverter ein sehr wertiges Gerät an. Ihr habt ja das Innenleben gesehen, das ich euch gezeigt habe. Und ihr könnt natürlich hier auch andere Geräte dran betreiben: Kühlschrank, Fernseher, Verstärker etc. Und auch an der Solaranlage macht das Ding bestimmt eine gute Figur. Ich hoffe, das Video hat euch weitergebracht und ich wünsche euch noch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Review. Bye bye.